schrumpft um über 2% und steht vor einer schweren Rezession. Ausschluss aus der AfD. Der Brandenburger Landeschef Andreas Kalbitz muss wegen rechtsextremer Kontakte die Partei verlassen. Einmal Fahrverbot und wieder zurück. Die härteren Strafen für Raser will Verkehrsminister Scheuer wieder kippen. Jan Sievers. Die Welt an diesem Freitag. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend Ihnen allen. Ein Freitag, der wieder Minuszahlen aus der Wirtschaft bereithält. Deutschland ist in eine Rezession gerutscht durch die Corona-Krise. Es könnte der Anfang sein der schwersten Rezession der Nachkriegsgeschichte. Am Ende des ersten Quartals steht ein Minus von 2,2% im Vergleich zu den drei Monaten zuvor. Und das, obwohl der Corona-Ausbruch die deutsche Wirtschaft im Januar und Februar noch unbeeindruckt ließ. Erst mit den strengen Maßnahmen im März ging es bergab. Und deshalb rechnen Volkswirte damit, dass es im zweiten Quartal dieses Jahres noch mal deutlich schlimmer wird. Christina Hansen jetzt aus Hamburg. Sie kommen jeden Tag, Containerriesen aus der ganzen Welt, aber es kommen immer weniger. Rund 500 Frachtschiffe sind weltweit im Moment aus dem Verkehr gezogen worden. Der Umschlag geht deutlich zurück. Der Welthandel ist ins Stocken geraten. Im ersten Quartal wurden im Hamburger Hafen 7,9% weniger Güter umgeschlagen. Der Hafen ist als Handelsdrehscheibe auch ein Indikator für die Entwicklung der exportorientierten Wirtschaft in Deutschland. Die Wirtschaft schrumpft, befindet sich am Anschlag, viele Unternehmen. Das heißt, wir werden davon ausgehen müssen, dass das Jahr 2020 außerordentlich herausfordernd wird für die gesamte deutsche Wirtschaft, nicht nur für jene Teile, die vom Shutdown unmittelbar betroffen sind. Ein Lichtblick für die zweite Jahreshälfte, der so wichtige Handel mit China gewinnt wieder an Fahrt. Dafür gibt es weniger Im- und Exporte mit anderen Ländern wie zum Beispiel den USA. Häufig sind Lieferketten in der eng vernetzten Weltwirtschaft unterbrochen. Die deutsche Industrie ist auf Rohstoffe und Produktionsteile aus der ganzen Welt angewiesen. Wir sind mit Hochdruck dabei, internationale Lieferketten wiederherzustellen. Das tun wir gemeinsam mit den Unternehmen. Jetzt, wo wir aus der Corona-Pandemie langsam wieder herausfinden, brauchen wir Konjunkturprogramme. Brauchen wir Anreize für diejenigen, die wieder loslegen wollen. Aktuell wächst die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle, vor allem in China. Ein erneutes Herunterfahren der Produktion dort würde die Weltwirtschaft noch mehr belasten. Wir bleiben noch bei schlechten Nachrichten aus der Wirtschaft. Die angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof plant offenbar harte Einschnitte. 80 von insgesamt gut 170 Filialen droht die Schließung. So steht das in verschiedenen Medienberichten. Wir fragen nach bei Frank Bethmann an der Frankfurter Börse. Frank, guten Abend. Das klingt jetzt nach ziemlichem Kahlschlag bei Karstadt Kaufhof. Was ist denn der Auslöser? Ausschließlich Corona oder doch mehr? Na, sagen wir es mal so, durch Corona ist die Warenhauskette jedenfalls noch sehr viel stärker in Schieflage geraten, als sie das ohnehin schon war. Bereits mit Krisenbeginn nicht mehr in der Lage, seine Geschäfte alleine zu führen, floh unter einen Schutzschirm. Nun fehlen auch noch die Wochen, darunter auch das wichtige Ostergeschäft. Die sich langsam wieder füllenden Fußgängerzonen kommen offenbar für viele Filialen zu spät. Mehr als 500 Millionen Euro Umsatz sind bereits verloren gegangen. Und so sah sich die von außen eingesetzte Geschäftsleitung heute wohl dazu gezwungen, bittere Wahrheiten intern auszusprechen. Ohne Filialschließungen und Entlassungen ginge es nicht. 5000 Vollzeitstellen sollen da angeblich wegfallen. Karstadt Kaufhof wollte das heute nicht bestätigen. Die Gewerkschaft Verdi aber, die ist auf 180 und unterstellt eben genau das. Da wird Corona benutzt, um einzelne Warenhäuser platt zu machen. Frank, herzlichen Dank nach Frankfurt. Und wie schlagen sich diese Zahlen und diese Nachrichten aus der Wirtschaft nieder bei uns allen? Dafür haben wir wie immer freitags das neue ZDF-Politbarometer und Matthias Vornhoff. Guten Abend, Matthias. Hallo, guten Abend. Und was sagen denn die Deutschen zu ihrer wirtschaftlichen Lage? Na, bei dieser kritischen Großwetterlage unter den Bedingungen von Corona mit verheerenden Daten aus der Wirtschaft, wir haben es gerade gehört, Steuerloch, Kurzarbeit, bleiben die Deutschen doch eher gelassen, was die eigene Situation angeht. Meine wirtschaftliche Lage hat sich sehr stark verschlechtert, sagen nur 4%. Stark verschlechtert 7%. Meine Lage hat sich nicht so stark verschlechtert, 20%. Und mehr als zwei Drittel sagen, dass sich die eigene Lage gar nicht verschlechtert hat.
Zwei Drittel sagen, die eigene Lage hat sich gar nicht verschlechtert. Das wundert dann doch schon ein bisschen angesichts dieser Hiobsbotschaften aus der Wirtschaft, oder? Ja. Diese Werte sind interessanterweise sehr stabil, auch auf lange Sicht. Selbst in der Finanzkrise 2008 war die Einschätzung der eigenen Lage ähnlich. Und man darf auch nicht ganz vergessen, dass nur gut die Hälfte der Deutschen überhaupt berufstätig ist. Und was sagen die Leute zum Krisenmanagement der Politik? Es gibt nach wie vor viel Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen. 17% der Deutschen finden die Maßnahmen zwar übertrieben, für zwei Drittel aber sind sie genau richtig. Und 15% wünschen sich sogar einen noch strengeren Kurs. Die Corona-Krise hat die politische Landschaft kräftig durchgeschüttelt. Das neue Bild stabilisiert sich jetzt. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 38%, die SPD auf 15, beide minus 1. Die AfD 10 plus 1, FDP 5 unverändert, Linke 8 plus 1 und Grüne 18% unverändert. Über Monate gab es im Politbarometer keine Mehrheit für die amtierende Regierung. Jetzt würde es reichen, sowohl für Schwarz-Grün als auch für Schwarz-Rot. Spannende Zahlen, Matthias, vielen Dank. Und das komplette Politbarometer heute Abend im Heute-Journal oder jetzt schon online auf zdfheute.de. Und wir bleiben in der Politik, bei der AfD. Da gibt es einen Paukenschlag. Der Bundesvorstand hat heute über den Fall Andreas Kalbitz beraten und entschieden, der Brandenburger AfD-Landes- und Fraktionschef wird aus der Partei ausgeschlossen. Hintergrund sind Kontakte zur inzwischen verbotenen Neonazi-Organisation Heimattreue Deutsche Jugend. Christiane Hübscher und David Gebhardt berichten. 7 AfD-Vorstandsmitglieder waren gegen ihn, 5 für ihn, eine Enthaltung. Andreas Kalbitz ist raus, muss die Partei verlassen. Das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Also das ist jetzt erstmal, werden wir sehen, ich werde alle Rechtsmittel ausschöpfen. Ich bedauere, dass Teile des Bundesvorstandes sich offensichtlich zu Handlangern der politischen Gegner und des Verfassungsschutzes gemacht haben. Damit ist vor allem er gemeint. Parteivorsitzender Meuthen hatte die Abstimmung über Kalbitz verlangt. Wir haben in einer sehr ernsthaften, auch kontroversen, das wissen Sie, Diskussion, die rechtliche Frage gewürdigt, ob die Bedingungen, die zur Aufnahme von Herrn Kalbitz im Jahr 2013 führten, rechtlich korrekt waren oder nicht. Und wir sind zu einem Ergebnis gekommen, mehrheitlich, sie sind es nicht und haben daraus die Konsequenzen gezogen. Kalbitz hatte der Partei seine früheren Kontakte ins rechtsextreme Milieu verschwiegen. Dann tauchten Belege auf. Fotos, die ihn 2007 beim Pfingstlager der Heimattreuen Deutschen Jugend zeigen. Inzwischen ist der Verein verboten. Der Bundesverfassungsschutz zitiert in einem Bericht die Mitgliederliste der HDJ von damals unter der Mitgliedsnummer 01330, die Familie Andreas Kalbitz. Kalbitz hat den Verfassungsschutz auf Herausgabe des Dokuments verklagt. Der Brandenburger war neben dem Thüringer Höcke prominentester Vertreter des rechtsextremen Flügels der AfD, der sich Ende April offiziell aufgelöst hat. Die heutige Entscheidung des Vorstands aber wird zur Zerreißprobe für die gesamte Partei. Ich halte das Ergebnis für falsch und für gefährlich für die Partei. Und glaube auch nicht, dass es juristisch hält. Auch Alice Weidel und Co-Parteichef Chrupalla hätten die Vorwürfe lieber noch weiter geprüft. Doch sie wurden überstimmt. Damit verliert der Brandenburger Landesverband seinen Chef. Ob Kalbitz die dortige Landtagsfraktion auch ohne Parteibuch weiterführen kann, entscheidet sich nächste Woche. Gucken wir noch für einen Moment hinter die Kulissen des Ganzen. Und zwar mit Theo Koll, auch heute Abend wieder unserem Hauptstadtstudioleiter. Theo, wer hat sich da jetzt durchgesetzt in der AfD? Damit haben sich ganz klar die etwas weniger radikalen Kräfte in der AfD rund um Jörg Meuthen durchgesetzt. Andreas Kalbitz war ja der eigentliche Kopf des ultrarechten oder auch rechtsnationalen Teils der Partei. Dieser sogenannte Flügel wurde vom Bundesverfassungsschutz als rechtsextremistische Bestrebung eingestuft, hatte sich offiziell zum 30. April aufgelöst, aber Verfassungsschützer sind sehr skeptisch geblieben, ob dem zu trauen ist. Der Rauswurf von Kalbitz aufgrund von verschwiegenen Kontakten, wir haben es gerade gehört, zu der verbotenen HDJ, ist sicher auch als Signal Richtung Verfassungsschutz zu verstehen. Interessanterweise hatten sich die drei anderen Führungsfiguren der AfD, Gauland, Weidel und Chrupalla, für Kalbitz ausgesprochen, sind aber heute überstimmt worden. Du hast gesagt, da gibt es also einiges an Streit auch in der AfD. Was heißt denn das jetzt für die generelle Linie der AfD in Zukunft?
Also der Rauswurf von Kalbitz dürfte in der AfD zu schweren Verwerfungen führen, denn der radikalere Teil der Partei ist ja damit nicht verschwunden. Der Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt hatte schon im Vorfeld kommentiert, ich zitiere, Kalbitz aus der Partei zu entfernen, entfernt dieser Partei das Rückgrat und den Schneid, den diese Partei so dringend nötig hat. Die heutige Entscheidung fiel mit 7-5 Stimmen und das zeigt dann auch die ganze Zerrissenheit der Partei. Also die AfD dürfte mit dem Rauswurf von Kalbitz in schwere Turbulenzen geraten. Die Analyse von Theo Koll. Dankeschön nach Berlin. Danke. Und auch unser nächstes Thema treibt viele um. Es geht um die Frage, wie sehr der Kampf gegen das Virus unsere Gesellschaft verändert und uns möglicherweise zurückwirft in alte Rollenbilder. Erste Forscher warnen, dass die Krise bei der Gleichberechtigung von Frauen alte Probleme besonders sichtbar macht und sie sogar verschärft. Denn Corona trifft berufstätige Mütter noch mal ganz besonders, wie Eva Schiller berichtet. Sie waren einmal eine moderne Familie, beide berufstätig, die Betreuung der drei Kinder fair aufgeteilt. Doch in der Corona-Krise hat sich das traditionelle Rollenmuster eingeschlichen. Andrea Reif wuppt Kinder, Haushalt, Homeschooling und irgendwie ihren Job als Agenturchefin, während ihr Mann morgens das Haus verlässt, weil er Hauptverdiener ist. Letztendlich kriege ich die Belastungen der Familie vor allen Dingen dann mit, wenn ich merke, wie meine Frau letztendlich auf dem Zahnfleisch geht und ich auch kaum die Möglichkeit habe, sie zu unterstützen. Ich glaube, dass es gerade extrem ist, wie wir eine Rolle rückwärts machen in Sachen Emanzipation, weil auf einmal wieder ganz klar die Frauen die Rolle einnehmen oder auch einnehmen müssen. Seit dem Lockdown verbringen Väter etwa 9% Zeit mehr mit ihren Kindern. Bei Müttern sind es 36%. In der Krise verschärft sich, was vorher schon war, beobachtet Soziologin Almendinger. Dann sehen wir, dass Frauen ihre Arbeitszeit sehr reduziert haben, um 24% im Durchschnitt. Und das wäre jetzt vielleicht noch gar nicht so beängstigend, aber Frauen arbeiten ja sowieso wesentlich eher als Männer in Teilzeit. Die Regierung muss handeln, Schulen und Kindergärten schneller öffnen, fordert Geschäftsführerin und Mutter Christina Sontheim-Lewen. Sie hat eine Petition gestartet. Wir werden uns in 1-2 Jahren fragen, wo bitte sind denn all die weiblichen Führungskräfte? Und dann wird uns einfallen, ach ja, stimmt, die sind ja zum Teil noch im Homeoffice oder die sind aus der ganzen Karriereschiene ausgestiegen. Die haben nämlich in der Zeit mit den Kindern zu Hause geknetet und den Männern den Rücken freigehalten. Dass Freizeitparks öffnen, Schulen und Kindergärten aber nur langsam in den Normalbetrieb gehen, macht auch Andrea Reif wütend. In der Krise wird verspielt, was Frauen über Jahrzehnte erkämpft haben, findet sie. Wie Corona die Debatte um die Geschlechterrollen neu entfacht, mehr heute Abend in Aspekte ZDF, 23 Uhr. Und noch eine wichtige Nachricht. Deutschland lockert weiter. Wer aus dem EU-Ausland oder aus Schengen-Staaten zurück nach Deutschland kommt, muss nicht mehr für 2 Wochen in Quarantäne. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gilt das bereits. Andere Bundesländer wollen nachziehen. Und dann gucken wir an dieser Stelle in der Sendung auf die Zahl, die aktuell am meisten interessiert, die Neuinfektionen. Im Durchschnitt der letzten 7 Tage gingen die noch einmal deutlich zurück auf 720 Ansteckungen täglich. Insgesamt sind damit mehr als 174.000 Infektionen durch Tests bestätigt. Davon gelten mehr als 151.000 Betroffene als genesen. Und 7.884 Menschen sind gestorben in Verbindung mit Covid-19. Was diese und andere Zahlen rund um Corona aussagen, wo aber auch die Probleme mit den Zahlen liegen, das finden Sie interaktiv erklärt in der ZDF heute App zum Durchklicken. Die wichtigsten Zahlen und ihre Bedeutung. Und jetzt weitere wichtige Themen von heute. Das Bundesverfassungsgericht bekommt einen neuen Präsidenten. Stefan Habart, bisher Vizepräsident in Karlsruhe, rückt an die Spitze des höchsten deutschen Gerichts. Dafür stimmte der Bundesrat. Seit 2018 ist Stefan Habart Verfassungsrichter. Vorher saß der frühere Wirtschaftsanwalt für die CDU im Bundestag. Er löst Andreas Voskuhle ab, dessen Amtszeit endet. Die Rechtsprofessorin Astrid Wall-Rabenstein übernimmt die freie Richterstelle im 2. Senat. Kehrtwende im Verkehrsministerium. Die strengeren Regeln für Autoraser könnten bald doch nicht mehr gelten, heißt es gerade einmal 2,5 Wochen, nachdem sie auf Druck der Länder eingeführt wurden. Stellt sich die Frage, was ist da schiefgelaufen? Eigentlich besagt die neue Verordnung, wer innerorts mehr als 21 km/h zu schnell fährt, bekommt 1 Monat Fahrverbot, außerhalb ab 26 km/h zu schnell.
Das ist zu hart, finden vor allem jene, die beruflich ihren Führerschein brauchen. Und deren Klagen will der Verkehrsminister jetzt offenbar erhören. Dorte Ferber über ein bemerkenswertes Hin und Her. Ist das Tempo zu hoch, ist der Führerschein gleich für einen Monat weg. So will es die neue Straßenverkehrsordnung. Der Widerstand dagegen ist groß. Eine Online-Petition hat weit mehr als 100.000 Unterzeichner und der ADAC sagt: Wer eine 30er-Zone übersieht und deshalb mit 51 km/h dort reinfährt, ist noch nicht der Raser, der mit einem Fahrverbot einen Denkzettel braucht. Die Geschichte mit den Fahrverboten bei Geschwindigkeit, die muss jetzt geändert werden. Führerscheinverlust sei unverhältnismäßig, findet jetzt auch der Verkehrsminister und plädiert für eine Kehrtwende. Politik muss auch die Kraft haben, das Verständnis aufzubringen für die Bürgerinnen und Bürger, die sich bei uns melden und sagen, macht es wieder in den alten Stand zurück. Da muss die Politik auch die Kraft haben, das wieder zu verändern. Nicht Führerschein weg, sondern erhöhtes Bußgeld, etwa 100 statt 80 Euro, so Scheuers Vorstellung. Für die Rolle rückwärts gibt es auch Kritik. Wenn der Verkehrsminister jetzt einknickt, dann ist es wieder ein Knick vor der Autolobby. Und ich sage Ihnen, damit tun Sie den Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, überhaupt keinen Gefallen. Überhöhte Geschwindigkeit sei eines der größten Todes- und Verletzungsrisiken, argumentiert die Gewerkschaft der Polizei. Scheuers Vorstoß wird überall heftig diskutiert. Viele sind einfach mit der Arbeit auf das Auto angewiesen und dann 4 Wochen lang theoretisch gar nicht zur Arbeit zu kommen. Also ich fahre jeden Tag 35 Kilometer. Die Leute, die hier etwas durch die Gegend rasen, sage ich mal, ich glaube tatsächlich, Fahrverbot würde sie mehr treffen als ein Bußgeld. Rein in die Kartoffel, raus in die Kartoffel, das ist doch das Allerletzte. Aber so funktioniert Politik. Der Verkehrsminister allein kann die Regeln nicht ändern. Er ist dabei auf die Unterstützung der Länder angewiesen. Die muss er jetzt überzeugen. Und jetzt gucken wir dorthin, wo es in Europa immer noch die meisten. Und jetzt nach Mallorca, auf die Insel, auf der Millionen Deutsche jedes Jahr Urlaub machen. Und auch im Corona-Jahr haben da viele noch Hoffnung. Im Moment allerdings geht noch nichts. Wer aus dem Ausland nach Spanien kommt, muss dort erst einmal für 2 Wochen in Quarantäne. Auf den Balearen wächst die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen, wenn die Touristen ausbleiben. Thomas Walde. Draußen geht wieder was in Palma de Mallorca. Weniger Corona-Infektionen heißt, Lokale dürfen die Hälfte der Plätze besetzen. Wir öffnen wieder am 20. Mai, also kommenden Mittwoch. Wir haben viele Anfragen, weil einfach viele Gäste, sagen wir, kulinarische Dramen zu Hause erlebt haben. Mehr als 13 Millionen internationale Besucher kommen sonst im Jahr. Jetzt braucht kein Tourist Informationen. Und 140.000 Menschen sind in Kurzarbeit, wie diese Kellnerin. Ehrlich gesagt befürchten wir das Schlimmste, dass alles für Fremde geschlossen bleibt und niemand herkommen darf. Und wenn sie kommen dürfen, dann müssen sie 14 Tage in Quarantäne. Genau das hat die Zentralregierung gerade für Einreisende angeordnet. Doch örtliche Behörden verlangen, dass das nicht für Ausländer gilt, bei denen es zu Hause auch wenige Infektionen gibt. Die Balearen sind eine sichere Region, die ihre Hausaufgaben gemacht hat. Und natürlich befürworten wir eine direkte Einreisemöglichkeit, besonders aus Ländern wie Deutschland, unserem Hauptkunden. Quarantäne droht auch tausenden Deutschen, die hier Wohnungen besitzen und einreisen wollen. Um sie kümmert sich Peter Berghoff. Wir haben jeden Tag neue Anfragen von Kunden aus Deutschland und auch aus England, die gerne hätten, dass wir nach ihren Immobilien gucken. Insofern hat sich das sehr positiv entwickelt fürs Geschäft. Doch das ist die Ausnahme. Die Balearen hoffen nun, dass die EU reisefreundliche Regeln findet, denen sich auch die spanische Zentralregierung anschließt.